Hallo und herzlich willkommen im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Onlinehandel für gebrauchte Klemmbausteine. Wir hatten ja vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, in dem wir euch die Frage gestellt haben, was wir mit alten, defekten Klemmbausteinen tun können. Und es ist echt überwältigend, wie viele von euch darunter kommentiert haben, und die Diskussion geht auch immer noch weiter, und das finden wir großartig. Ein paar der Anregungen wollen wir gerne aufnehmen, und da ist etwas müßig ist, es jedem Einzelnen zu schreiben, was wir jetzt wo wie gemacht haben, dachten wir, wir machen einfach ein zweites Video dazu und erklären einfach mal kurz, wie die Dinge jetzt weitergehen. Zuallererst, ich möchte jedem Einzelnen von euch danken, der die Lego-Oma Rita Ebel erwähnt hat. Uns haben zum Beispiel, ich habe mir extra einen Zettel geschrieben, damit ich hier hoffentlich niemanden vergesse, der Michael Lagerpusch, Rebirth 2401 und Stefan Reif haben uns geschrieben und haben gesagt, ihr könntet doch die Steine spenden. Dazu habe ich euch mal ein Foto mitgebracht. Das sind wir zwei, meine Frau und ich, und Rita. Zusammen bei Rita im Garten, noch bevor die ganzen großen Corona-Maßnahmen kamen, haben wir sie besucht und haben unsere erste Steinespende zu ihr gebracht. Daraus hat sich eine sehr, sehr gute Partnerschaft entwickelt, an der wir beide, nicht nur wir beide, also sowohl hinter mir steht ja noch mindestens meine Frau und hinter Rita steht mittlerweile ein ganzes Team. Und ob das Wolfgang oder ob das Melle sind, liebe Grüße an euch, liebe Grüße an Rita an dieser Stelle. Es ist schade, dass wir uns im Moment nicht sehen können, aber unsere gemeinsame Zusammenarbeit geht natürlich weiter und da freuen wir uns auch gewaltig drauf. Es ist natürlich nun so, dass die Lego-Oma Lego-Rampen, ja, für Rollstuhlfahrer baut. Und das geht natürlich nicht mit allen Steinen. Dafür braucht sie zum Beispiel keine Pflanzen. Sie braucht dafür auch keine Schranken und keine dreidimensionalen Baseplates und keine Reifen und keine Fenster etc. Sondern sie braucht ganz normale Basissteine und Platten. Und die ab einer Länge von 3 Noppen in der Regel. All das, was wir an Ausschuss, nenne ich es jetzt mal, haben, an Basisstein und Platten, und die noch verbaubar sind, das ist der Punkt, die schicken wir grundsätzlich an Rita. Unsere nächste Kiste steht auch schon wieder im Flur, die ist noch nicht ganz voll. Wir sammeln immer so einen Monat oder mal zwei und dann geht das Ganze wieder los. Aber lieben Dank an euch drei, dass ihr da an die Lego-Oma gedacht habt. Wir finden, das ist ein tolles Projekt. Und eine Sache in Sachen Lego-Rampen. Vor ein paar Tagen hat Rita auf ihrer Facebook-Seite, die verlinke ich euch übrigens unten mal, dieses Foto gepostet. Das ist eine der Lego-Rampen, die vor einem Hörgeräteladen lag. Hörgeräte. Und irgendein, man verzeihe mir dieses Wort, absoluter Vollpfosten ist nun hergegangen und hat dieses Ding mutwillig zerstört. Nicht nur ist der Rohstoff, das Lego, für diese Rampen echt teuer und damit ist einfach ein Schaden von so roundabout 500 Euro entstanden. Da steckt auch viel, viel ehrenamtliche Zeit drin. Die Lego-Oma verdient damit keinen einzigen Cent. Ihr Team ist dabei, weil sie Freude daran haben, weil sie das gerne machen, weil sie etwas Gutes tun wollen. Und all die Leute, die im Rollstuhl sitzen, die vielleicht mit Kinderwagen unterwegs sind, die Gehhilfen haben, die in irgendeiner Form Schwierigkeiten haben mit Treppen, denen wurde hier der Stinkefinger gezeigt. Und deshalb, du Vollhorst da draußen, der dieses Ding kaputt gemacht hat, wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass du darauf angewiesen bist, irgendwann Gehhilfen zu brauchen und dass deine Welt nur voller Treppen sein möge. So viel dazu. Beste Grüße von uns. Wir haben unsere restlichen Steine, die wir noch im Lager hatten, schon für Rita zusammengepackt und wir hoffen, dass diese Rampe vielleicht ersetzt werden kann. So viel zu Rita. Dann, wir haben einen schönen Kommentar bekommen von Markus Hartmann. Dieser Kommentar war leider mit einem Link versehen und das Problem bei Links ist immer, dass YouTube diese Kommentare meistens entfernt, noch bevor wir die sehen. Das Gute war aber, Markus' Kommentar wurde uns auch als E-Mail geschickt. Das klappt nicht mal immer. Manchmal werden die so schnell gelöscht, dass wir nicht mal mehr eine E-Mail-Benachrichtigung kriegen, dass dieser Kommentar da war. Und Markus hat uns bezüglich der Idee mit dem 3D-Druck angeschrieben und hat uns auf den YouTube-Kanal Philips 3D-Druck verwiesen.
Den haben wir uns auch direkt angeguckt und wir finden seine Ideen, die er da hat bezüglich des Recyclings, großartig. Also haben wir uns hingesetzt, haben ihm eine Mail geschrieben, haben von unserem Problem berichtet, um welche Rohstoffe es eigentlich geht und haben ihn gefragt, ob er Interesse daran hätte, da mal was gemeinsam zu starten oder ob er wenigstens Interesse am Material hat. Wir werden es euch wissen lassen, sobald wir hier Antworten haben. Dann machen wir vielleicht Video Nummer 3 zu diesem Thema. Dann, ganz viele von euch haben uns geschrieben, dass wir die Steine doch in Resin und Epoxidharz eingießen könnten und das dann auch an den Möbelbau weitergeben könnten. Da werden ja ganz tolle, also ich habe ja, werden ja tolle Sachen gemacht. Ich habe einen Mordsrespekt vor Leuten, die das können, die da irgendwelche Tische mit super filigranen Resinmodellen herstellen. Wow, ich kann sowas nicht. Also wirklich nicht. Ich habe aber einen guten Freund, der in einer Schreinerei arbeitet, das entsprechend auch gelernt hat und der in den letzten Jahren häufiger mit Resinen gearbeitet hat und mit Epoxy. Also ich bin mir gar nicht so genau sicher, was es von beiden ist. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, beides zu verwenden. Bitte seht es mir nach, ich bin da einfach kein Experte drin. Und dem habe ich von meinem Problem erzählt und da warte ich auch noch auf eine Antwort. Dann, viele von euch haben über den Aspekt Künstler geredet. Also fragt doch mal Künstler, ob die damit noch irgendwas anfangen können. Würden wir gern tun. Das Problem ist, wir kennen keinen. Also ich bin in der Kunstszene nicht bewandert, meine liebe Frau auch nicht. Wenn irgendjemand von euch einen Künstler kennt, der gerne mit diesem Rohstoff arbeiten möchte, wir stehen da vollkommen zur Verfügung. Schmeißt uns mal die Kontaktdaten zu oder gebt unsere Kontaktdaten weiter. Unsere E-Mail-Adresse steht ja hier an verschiedenen Ecken überall. Ihr könnt uns auch über Facebook erreichen oder im allerhöchsten Notfall auch über Bricklink. Das ist überhaupt kein Problem. Also, wenn ihr da Kontakte habt, immer her damit. Im Bereich Kunst hat uns die Heidechse Grinsekatze aber auch geschrieben, die nämlich mit einer Idee, mit einem Wettbewerb gekommen ist. Und diese Idee finden wir eigentlich sehr sympathisch. Allerdings brauchen wir noch ein bisschen, um das Ganze vorzubereiten, weil wir möchten diese Idee nehmen und gern ein bisschen weiterspinnen. Und deshalb denke ich, dass dieser Wettbewerb von uns frühestens im Sommer, Herbst rum angegangen werden wird. Aber Heidechse Grinsekatze, vielen Dank für diesen Vorschlag. Wir finden den klasse und das werden wir umsetzen. Dann haben viele von euch auch geschrieben, fragt doch mal Lego, was die dazu sagen, ob es da irgendwelche Konzepte gibt. Und dann haben wir uns gedacht, warum eigentlich nur Lego? Es gibt ja auch mehrere Hersteller und die Idee, die mal nach diesen Konzepten zu fragen, fanden wir sehr, sehr gut und vor allen Dingen sehr wichtig. Also haben wir uns hingesetzt heute Morgen und haben angefangen, Briefe zu schreiben. Und die sind alle ein bisschen unterschiedlich geworden. Und den an Lego möchte ich euch an dieser Stelle erstmal vorlesen. Den habe ich mitgebracht. Und meine Hoffnung, muss ich ganz klar sagen, ist, ich glaube, dass Lego uns hier am ehesten eine interessante Antwort liefern wird. Denn Lego experimentiert ja schon seit etlichen Jahren mit alternativen Kunststoffen auch. Und ich kann mir vorstellen, dass sie in irgendeiner Form über dieses Problem zumindest schon mal nachgedacht haben. So, und ich habe geschrieben. Sehr geehrtes Lego-Team, Pandoras Box ist ein kleiner Online-Handel für gebrauchte Lego-Steine. Diese Steine vertreiben wir über das Portal bricklink.com. Unseren Warenbestand erhalten wir aus Gebrauchtkonvoluten, die wir zum Beispiel über eBay Kleinanzeigen ankaufen. Da wir unseren Kunden auch im Sinne der Lego-Firmenphilosophie eine hohe Qualität bei Gebrauchtsteinen liefern möchten, sortieren wir die Steine im Vorfeld sehr gründlich aus. Nun wächst für uns das folgende Problem. Was tun mit defekten und nicht mehr verbaubaren Legosteinen? Wir reden hier beispielsweise von verbogenen Achsen, gebrochenen Zahnrädern, von Kindern zerkauten Platten, geplatzten 3D-Baseplates und brüchigen Bionicle-Teilen. Steine, die beispielsweise nur verfärbt sind, werden von uns an soziale Projekte gespendet. Vielleicht haben Sie schon einmal vom Projekt Rollstuhlrampen aus Legostein gehört, das von der Lego-Oma Rita Ebel aus Hanau vorangetrieben wird. Sie freut sich über jede Form der Unterstützung.
Da wir wissen, dass Lego bereits seit einigen Jahren mit biobasiertem Kunststoff experimentiert und schon seit 2018 biegsame Elemente daraus herstellt, haben wir uns gefragt, ob es seitens Lego ein Recycling-Konzept für alte Lego-Steine gibt. Gibt es vielleicht Sammelstellen, an die die Steine zurückgegeben werden können? Falls ja, be wo befinden sich diese und was geschieht mit den Steinen, die dort abgegeben werden? Sicherlich sind selbst beschädigte ABS-Steine aus Recyclingketten sinnvoller. Entschuldigung, ich lese den Satz nochmal vor. Sicherlich sind selbst beschädigt. Was? Ah, nochmal. Sicherlich sind selbst beschädigte ABS-Steine in Recyclingketten sinnvoller zu verwenden als allein in der thermischen Verwertung einer Müllverbrennungsanlage. Wir möchten an dieser Stelle nochmals ausdrücklich betonen, dass es sich ausschließlich um Original-Lego-Steine handelt. Zurzeit haben wir davon etwa 20 Kilo in unserem Fundus und es wird stetig mehr. Wir freuen uns auf Ihre Antwort und sind gespannt, welche Konzepte uns erwarten, da wir uns sehr sicher sind, dass wir nicht die Ersten sind, die diese Frage stellen und Lego sich hier bestimmt schon Gedanken gemacht hat. Mit freundlichen Grüßen, Katrin Zimmermann von Pandoras Box. Den wollte ich eigentlich Lego per Mail schicken, habe aber festgestellt, dass das Kontaktformular nur 2000 Zeichen zulässt, ging also nicht. Dann habe ich probiert, bei der Lego-Kunden-Hotline anzurufen. Nachdem ich 15 Minuten in der Warteschleife gehangen hatte, hatte ich keine Lust mehr, habe aufgelegt und habe beschlossen, ich schicke den per Post und werde an den Lego-Kundenservice Technopark 2 Werner von Siemensring 14 in Grasbrunn morgen diesen Brief abschicken. Ich bin gespannt, was hier kommt und vor allen Dingen bin ich auch gespannt, wann das kommt. Ihr werdet es auf jeden Fall hier erfahren. Eine ähnliche Anfrage, natürlich etwas anders formuliert, habe ich dann auch an den Thorsten Klarhold geschickt vom Steingemachtes. Und auch mit der Bitte, das doch vielleicht mal an Human weiterzuleiten, wenn er da die Möglichkeiten zu haben sollte. Die gleiche Frage habe ich auch an Blue Bricks gestellt, auch hier, auch mit der Bitte, das Ganze doch weiterzuleiten. Und vielleicht hat Xingbao hier vielleicht ein total tolles Konzept, was noch niemandem bekannt ist. Wir wissen es ja nicht. Und außerdem habe ich noch ein bisschen rumgesucht, denn einige von euch haben Universitäten ins Rennen gebracht. Zwar war der Fokus hier, ihr könntet die Steine ja Kunststudenten geben, aber wir haben dann ein bisschen rumgegoogelt und haben herausgefunden, dass an der Universität hier um die Ecke, an der ich auch studiere und vielleicht mal meine Examensarbeit endlich schreiben müsste, es tatsächlich einen Professor für Ressourcenmanagement und Abfalltechnik gibt, Herrn Professor Dr. David Lahner. Habe ich euch unten auch mal mit verlinkt, falls ihr da mal neugierig seid. Und auch den haben wir angeschrieben heute, eine E-Mail, wo eigentlich unser Problem ist, worum es geht, wer wir sind. Und das Ganze ist auch abgeschickt worden. Ja, das sind also eine ganze Menge Anfragen, die wir heute gestellt haben, um vielleicht naja, ein stetig wachsendes Problem irgendwie zu lösen. Und wir sind super gespannt, was sich daraus entwickeln wird. Wir hoffen, dass wir Antworten bekommen. Wir gehen davon aus, dass die nicht unbedingt zeitnah sein werden, weil die Frage unter Umständen ja auch relativ komplex ist. Aber wir haben beschlossen, sobald wir ein paar Antworten haben, bündeln wir die ganzen und machen wieder ein Video, um euch irgendwie zu zeigen, hey, guck mal, an der Baustelle geht's weiter. Und ja, wir sind da einfach mal gespannt, was jetzt kommt. Ansonsten sammeln wir erstmal weiter fleißig unsere Steine, packen weitere neue Steine in den Shop. Vielen Dank übrigens auch an jeden von euch, der in den letzten Wochen bei uns eingekauft hatte. Wir haben eine Bestellung gehabt von einem wundervollen Menschen, der fast 11.000 Lego-Steine bei uns bestellt hat. Eine Riesenbestellung, an der wir 2 Tage gepackt haben. Wir waren nichts anderes als überall ein großer Karton, kleine Kästen und da hinten seht ihr immer noch, dass viele Schubladen leer sind. Das liegt genau an dieser Bestellung. Es war einfach der Wahnsinn. Das war klasse. Und auch an viele, die Sets aus den Videos dann gekauft haben. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Und wenn ihr uns bei Bricklink dann auch noch drunter schreibt, dass ihr uns über YouTube gefunden habt, wow, dann freuen wir uns echt mega. Das ist cool. Wir mögen diese Vernetzung und wir freuen uns auch extrem, hierüber mit euch in Kontakt treten zu können. Deshalb nochmals vielen, vielen lieben Dank für die vielen tollen Kommentare unter den letzten Videos. Das ist echt, das ist das Salz in der Suppe dieser ganzen Aktion. Und das ist auch das, weshalb wir es eigentlich machen. Denn wir mögen dieses Vernetzen. Wir möchten gerne mit euch in Kontakt treten und auch eure Anregungen und Ideen aufnehmen.
Also, bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne restliche Woche. Wir haben Ostern vor der Tür, habt ein tolles Osternfest. Vielleicht habt ihr das eine oder andere Klemmbaustein im Osterhasennest, wer weiß das Ganze schon. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß damit. Baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt, und lasst euch hinterher nicht sagen, was ihr mit den Sets tun sollt. Bis dann!